Hallo Leute, ein schnelles Video aus gegebenen Anlass. Es gibt ein neues Update, das 1.07. Wo ich heute von der Arbeit kam, wollte ich noch ein wenig zocken und dann hat erstmal meine PlayStation angefangen, ein Update runterzuladen. Und nachdem das kopiert wurde und das Update dann lief, wollte ich mich anmelden und es ging erstmal gar nichts, ich bin nicht reingekommen. Ihr seht hier den Bildschirm gestört. Verbindung zum Rockstar Spieleservice derzeit nicht möglich. So, dann dachte ich mir, höchstwahrscheinlich kein Einzelfall. Habe ein bisschen gegoogelt, habe bei alle Störungen nachgeschaut. Da schaue ich immer nach, wenn irgendwelche Telefonverbindungen oder Kabelfernsehen nicht geht. Da sieht man bei alle Störungen, sieht man sofort, was los ist. Und bei alle Störungen habe ich dann gesehen, dass dieses Problem schon seit 17 Uhr besteht. Also wenn man jetzt mal umrechnet, in Kalifornien beginnt der Tag derzeit um 9 Uhr, dann haben sie dann zu unserer Zeit zu 17 Uhr wahrscheinlich angefangen, das Update aufzuspielen und dann ist höchstwahrscheinlich alles zusammengebrochen. Super. Das ist jetzt die Karte von allestörungen.de. Da sieht man, dass das nicht nur in Europa so ist, auch an der Westküste und an der Ostküste in den USA. Ich will hoffen, dass es bald wieder läuft und in den Social Club, wo ich mich informieren wollte über das neue Update, komme ich auch nicht rein, kann ich mich nicht einloggen. Ich will hoffen, dass das irgendwann wieder geht. Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Würde mich freuen, wenn ihr mir die mitteilt. Danke.